herzlich willkommen zurück. Ich bin Alpanix und ja, ihr seht bei mir gerade The Witcher 3. Wir sind bei Folge Nummer 2 und ja, wir starten direkt weiter. In der letzten Folge hatten wir so ein bisschen die Tutorials, die Grundlagen des Spiels und ja, ein paar wirklich geile Videorequenzen gesehen. Und in der letzten Folge hatten wir auch den Albtraum von Geralt gesehen und ja, daraufhin werden wir jetzt gerade angesprochen und ja, da werden wir jetzt weitermachen. Er begann im Gästezimmer in Kaer Morhen. Ich entspannte mich in der Wanne und neben mir war... Triss? Yennefer. Seltsam nicht. Sie war nie da. Mein Traum wirkte aber ganz echt. Hat sie wegen irgendwas herumgenörgelt? Wirklich lebensecht. Wir finden sie schon. Im Traum ging ich los und suchte Ciri. Wir übten. Das waren noch Zeiten. Kleine Teufelin. Ich habe Kinder ausgebildet, die schneller und stärker waren. Aber keins hatte ihren Charakter. Er ist nicht gut ausgegangen, oder? Dein Traum. Nein. Die wilde Jagd tauchte auf und griff Ciri an. Ich konnte mich nicht rühren, stand da wie angewurzelt. Es war nur ein Traum. Es war mehr. Das ist das Problem. Wenn ich bisher von Ciri geträumt habe, stimmte was nicht. Sie war in Gefahr. Wir haben sie gelehrt, sich gegen alles zu verteidigen. Auch gegen Geister. Es dämmert bald. Brechen wir auf. Warte. Zeig mir den Brief von Yennefer. Vielleicht habe ich da einen Hinweis übersehen. Du hast nichts übersehen. Wir sollten uns in Weidendorf treffen. Das hat sie geschrieben. Inzwischen hat die eine oder andere Armee das Dorf niedergebrannt. Uns bleibt nur, ihrer Spur zu folgen. Also... Hör kurz auf zu reden und gib mir den Brief. Was sagt man dazu? Er riecht wirklich nach Flieder und Stachelbeeren. Du wolltest ihn lesen, nicht beschnüffeln. Wir müssen uns sehen. Bald. Weidendorf bei Wysima. Keine weiteren Hinweise. Was ist das für ein PS? Ich hab das Einhorn noch. Ein Einhorn, das wir ein- oder zweimal benutzt haben, in bestimmten Situationen. Was jungen Leuten heutzutage so einfällt. Zurück zum Thema. Wie viel Vorsprung mag Yennefer haben? 2-3 Tage. Die Spur ist frisch, aber sie führt wohl zur Hauptstraße. Da wäre sie schwer auszumachen. Warte, hörst du das? Ich höre und rieche es. Du. Los, auf sie! Okay, damit geht's los. Und wir killen unsere ersten Monster. So. Den ersten haben wir. So. Haben wir unseren zweiten. Müssen wir dem alten Mann mal helfen, wa? Da war der Kopf weg. Adrenalinpunkte. Wenn du Gegner angreifst und triffst, erhältst du Adrenalinpunkte. Bestimmte Fertigkeiten gestatten dir das Ausführen des Spezialangriffes. Für die Adrenalinpunkte erforderlich sind. Diese werden beim Einsatz verbraucht. Außerhalb des Kampfes verringern sich deine Adrenalinpunkte allmählich. Na klar. Wenn Armeen durchziehen, folgen ihnen Nekrophagen.
Gehen wir, bevor noch mehr auftauchen. Okay, Vitalitätsregeneration. Du kannst Vitalität regenerieren, indem du isst oder trinkst oder mindestens eine Stunde lang meditierst. Hinweis auf den Schwierigkeitsstufen. Auf den Schwierigkeitsstufen? Was ist das denn für ein Deutsch? Hinweis auf den Schwierigkeitsstufen. Blut, Schweiß und Tränen und Todesmarsch kannst du durch Meditieren keine Vitalität regenerieren. Okay, ja. Mit dem Steuerkreuz können wir da auf jeden Fall. Hier können wir Zutaten sammeln. Das machen wir doch auch mal eben. So haben wir dann schon mal ein bisschen was, ne? Wer weiß, was wir raus mixen können. Kann man hier irgendwas mit den Gegnern machen? Ja, guck, muss, am Baum geht auch was. Achtung, Banditen, die sich temerische Soldaten nennen, verstecken sich in den Wäldern dieser Gegend. Sie wurden zu Geächteten erklärt und gelten als Bedrohung für die Untertanen des Kaisers. Geächteten zu helfen oder ihnen Unterschlupf zu gewähren, wird aufs Äußerste bestraft. Im Namen des Kaisers von Nilfgaard, Hauptmann Peter Sarg Gwynleve. Boah, mein Gott. Es ist schwierig zu lesen, ha? Guck mal, Geld. Ghoulblut. Dann nehmen wir jetzt mal alles mit. Wer weiß, wofür wir es brauchen, wa? Ganz schön viele Zutaten hier, muss ich wirklich sagen. Guck mal, da wächst auch schon wieder was. Wo bist du da? Zutaten. Hey. Hey, will er ohne mich abhauen. Habe ich dir von dem Zauberer erzählt, der ständig davon geredet hat, wie nützlich sie doch sind? Pferde. Hexer sind meistens unterwegs und erledigen Aufträge. Sie ziehen durch tiefe Täler und hohe Berggipfel und durch modrige Sümpfe. Zum Glück kann Geralt sich unterwegs stets auf sein Pferd Plötze verlassen. So, drücke zweimal Steuerkreuz links oben, um Plötze zu rufen. Ach ne, den hier. Weil man aus ihrem Blut Tränke brauen kann? Nein, weil sie Leichen fressen und damit Epidemien verhindern. Wusste er, dass sie auch lebendige Menschen fressen? Nein, er war bestürzt. Es widersprach seiner Theorie. Okay, der Krieg läuft zweimal drücken und dann... Haben wir denn eine Seite? Die nördlichen Königreiche. Radovitzreich meinst du? Temerien und Edirn gibt es nicht mehr. Radovid hat versprochen, die alten Grenzen wiederherzustellen, sobald er den Krieg gewonnen hat. Und das glaubst du? Irgendwas muss man glauben. Das hält einen aufrecht. Gehen wir? Hilfe! Hilfe! Ist er weg? Ja. Komm raus. Gott, das war knapp.
Ich dachte schon, ich ende wie mein Pferd. Wenn du Glück gehabt hättest. Dein Pferd ist sofort gestorben. Aber Greife spielen gerne mit ihrer Beute. Fressen sie bei lebendigem Leibe auf. Aha. Ihr wollt wohl eine Belohnung haben, nehme ich an. Okay. Ja. Du schuldest uns nichts. Du warst in Not, wir haben geholfen. Und da heißt es, Hexer wären herzlos und dass sie ohne Bezahlung keinen Finger krumm machen. Es heißt auch, Mäuse entstünden aus faulendem Stroh. Zurück zur Spur. Wie gesagt, die führt zur Hauptstraße und endet dort. Sie ist verwischt. Sucht ihr jemanden? Ja, eine Frau, mittelgroß, lange schwarze Haare. Hast du so jemanden gesehen? Nein, aber hier in Weißgarten gibt es eine Herberge, die einzige weit und breit. Da kommen viele Reisende durch. Vielleicht erfahrt ihr etwas. Außerdem, die Wirtin ist meine Cousine. Sagt ihr, dass Bram euch schickt? Sie wird euch wie ein Familienmitglied behandeln. Keine schlechte Idee. Zumal diese Wunde gereinigt werden muss. Pah, kaum ein Kratzer. Aber ein Schnaps wäre jetzt recht schön kühl. Direkt aus dem Keller. Gehen wir. Okay, der scheint auf Schnaps zu stehen. So, Vestarium. Haben wir hier also auch. Also, ein Greif so nah am Dorf. Seltsam. Das habe ich auch gedacht. Im Wald oder in den Bergen, klar. Aber hier? Und auch noch bei der Hauptstraße? Besiedelte Gebiete. Du näherst dich einem Dorf, störe dessen Frieden nicht. Denk daran, Wachen tolerieren Diebstahl nicht und sehen es auch nicht gerne, wenn du andere übermäßig belästigst. Oft werden von den Einwohnern Anschlagbretter in Siedlungen wie Dörfern, Städte aufgestellt. Diese Anschlagbretter sind auf einer Karte mit dem Zeichen markiert. Wirf einen Blick auf sie, um dich über Aufträge, Hexerarbeit und lokale Ereignisse zu informieren. Okay. Vielleicht liegt es am Krieg. Alles voller Leichen, Blutgestank, verbranntes Fleisch. Das kann die Monster irre machen. Ahaha. Hey! Die Menschen auch. Im Weißgarten müssen wir uns in Acht nehmen. Wir sollten verschwinden, sobald wir etwas erfahren haben. So, hier sollen wir hin. Nimm das runter, sonst gibt's Ärger. Das ist ein Waffenrock. Die temerischen Lilien, die hängen da zurecht. Du bist nicht mehr in Temerien, Alter, sondern in Nilfgaard. Du kannst mich mal. Mit solchen Ungeziefer-Mutanten trinke ich nicht. Tut mir leid wegen dieser Gauner. Macht nichts. Das sind wir gewöhnt. Die Leute sind recht nervös hier. Armeen sind durchgezogen. Jetzt treibt sich ein Greif hier rum. Mhm. Wir hatten schon das Vergnügen. Er hat deinen Verwandten Bram angegriffen. Bram? Wie geht es ihm? Er lebt. Lässt dich grüßen. Werte Hexer, Essen und Trinken gehen aufs Haus. Was kann ich euch bringen? Ja.
Okay, Dialoge, Handel. Durch Option mit, ja, mit dem Geldsack markiert sind, wird ein Handelsfenster geöffnet. Wir suchen nach... Ach, er ist akzeptiert. Gut. So, werter Hexer. Essen und Trinken gehen aufs Haus. Was kann ich euch bringen? Wir suchen nach einer Frau. Zeig mir, was du bieten kannst. Also das heißt, sie macht die Bluse auf, oder was? Ganz schön was los hier. Kümmert sich schon jemand um den Greif? Ah, machen wir mal hier weiter. Wir suchen eine Frau. Schwarze Haare, veilchenblaue Augen, schwarz-weiß gekleidet. Kam aus Richtung Weidendorf geritten. Und es mag seltsam klingen, aber sie riecht nach Flieder und Stachelbeeren. So eine Frau habe ich weder gesehen noch gerochen. Ich würde mich wohl erinnern. Ja, es ist schwierig, sie zu vergessen. Aber hier sind viele Reisende von überall her. Vielleicht lohnt es sich, nach ihr zu fragen. So, Dialoge, Gespräch beenden. Durch Dialogoption mit, ja, Sprechblase X wird das Gespräch beendet. Okay. Fragen wir mal das hier. Gibt es schon einen Vertrag wegen des Greifs? Nein, noch nicht. Früher hätte der Dorfälteste sofort eine Kollekte organisiert oder den Herrn um Hilfe gebeten, wenn sich hier ein Monster niedergelassen hätte. Aber jetzt geht er nicht mal mehr aufs Klo, ohne die Schwarzen um Erlaubnis zu bitten. Und den Herrn haben sie wohl aufgehängt. Also, nein, kein Vertrag. Schade, wir hätten was tun können, aber nicht umsonst. Hier ist ja richtig was los. Das ganze Land ist unterwegs. Suchen nach Verwandten oder nach Schutz vor den Armeen. Essen, Trinken und ein warmes Nachtlager brauchen sie alle. Dann ist der Krieg bisher gut für dein Geschäft? Bisher schon. Frieden wäre mir trotzdem lieber. In diesen Zeiten weiß man nie, was einen am nächsten Tag erwartet. Okay, dann sollst du mal zeigen, was sie hat. Zeig mal, was du so hinter dem Tresen hast. Okay. Kauf und verkaufe Gegenstände im Handelsfenster. Okay, drücke A, um einen Kauf zu tätigen. Drücke B, um das Handelsfenster zu schließen. Gut. Ausrüstung. Hat sie nichts. Nützliches. Was hat sie denn? Eine Fackel. Strahlt ein schwaches Licht aus. Ach, das ist, was wir dabei haben. Okay, eine Finte, neutrale Karte, Sonderkarte, Spezialfähigkeiten von Einheitenkarten. Finte, tausche diese Karte gegen eine Karte auf dem Schlachtfeld aus, um sie wieder deiner Hand zuzufügen. Okay, was Interessantes wäre mal gut. Ach, das ist sogar Fraktion. Okay. Schnaps. Na, da ist ja so jetzt nichts bei für uns. Danke für alles. Soll ich dir beim Verbinden helfen? Bitte. So tatterig bin ich noch nicht. Dann frage ich nach Yennefer. Mhm. Aber denk dran, besser keine Aufmerksamkeit erregen. Hört, die Schwarzen vermessen die Felder. Lass sie da. Ich suche jemanden. Und wir suchen Ruhe und Frieden. Geh mir aus den Augen, Mutant, bevor dein Atem mein Bier sauer werden lässt. Okay. Was für Arschlöcher. So, Dialoge Axi. Bei Option mit dem, ja, Zeichen markiert sind, setzt du das Axi-Zeichen ein, das andere beeinflussen und ihnen deinen Willen aufzwingen. Um besonders widerspenstige Personen zu verhexen, die Axi sonst möglicherweise widerstehen können, investiere in die Fähigkeit Täuschung im Charakterfenster. Okay. Auch gut zu wissen. Ich will nur reden.
Bist du Taubstreuner? Hier redet niemand mit dir. Wenn du Gesellschaft suchst, dann steck deine räudige Schnauze in den Trog mit den Schweinen. Dem Scheißkerl hast du es aber gezeigt, Mieszko. Okay, die wollten es auf harten Tour, dann bekommen sie sie. Eine schwarzhaarige Frau in schwarz-weißer Kleidung. Habt ihr die gesehen? Redet. Sie ist angeblich vor ein paar Tagen durchs Dorf galoppiert. So schnell, dass sie Radobor in den Graben geritten hat. Wo ist sie hin? Weiß nicht. Viele Spuren führen weg von der Hauptstraße. Sie kann überall hingeritten sein. Verdammt, Leute! Der Mutant kapert Mieszkos Verstand! Mhm, und deine Zunge nehme ich auch gleich, wenn du nicht still bist. Okay, dann befragen wir mal weiter. Nochmal. Ich glaube, mit der Leichentour kommen wir nicht wirklich weiter hier. Gruppen. Was für eine Zeitverschwendung. Die Erde umkreist die Sonne, bevor du diese Regeln verstehst. Hast du kurz Zeit? Warum nicht? Aldert Geert, Assistenzprofessor für zeitgenössische Geschichte an der Akademie Ochsenfurt. Gerald von Riva, ausgebildeter Hexer. Ich suche nach einer Frau. Lange Haare, schwarz-weiße Kleidung. Hast du so jemanden gesehen? Natürlich nicht. Im Gegensatz zum Pöbel weiß ich, dass die Reiterin des Krieges ein Hirngespinst ist. Reiterin des Krieges? Worum geht es da? Um ein Omen, sagen die Leute. Eine schöne Phantomfrau reitet nachts durch die Felder. Sie entspricht deiner Beschreibung. Armeen folgen ihr und ihren Weg zu kreuzen bedeutet Unglück. Den letzten Teil kann ich bestätigen. Weißt du, wo sie gesehen wurde? Nein, ich interessiere mich für Tatsachen, nicht für Märchen. Hier würde ich keinen Gelehrten erwarten. Du fliehst wohl vor dem Krieg. Ganz im Gegenteil. Ich bin hinter ihm her. Ich will zur Front. Lebensmüde. Ich suche Wissen. Das ist mir wichtiger als das Leben selbst. Diesen Durst kann kein verstaubter alter Foliant stillen. Ich will die Invasion Nilfgaards mit eigenen Augen sehen, sie verstehen und in meiner Chronik aufzeichnen, meinem Hauptwerk. Interessant. Wir brauchen jemanden, der den Krieg beschreibt, wie er wirklich ist. Keine bunten Banner und bewegende Ansprachen von Generälen, sondern Vergewaltigungen, Grausamkeit und sinnlose Gewalt. Ah, wie ich sehe, fehlt dir der Schliff der Akademie. Vergewaltigungen und Grausamkeit sind Details, die im Kriegsverlauf nicht zählen. Zierat auf dem Mantel des Konflikts sozusagen. Hm. Sag das den Leuten, deren Häuser niedergebrannt wurden. Hat der Krieg Novigrad schon erreicht? Nein, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Nilfgaard steht am einen Ufer, Redanien am anderen. Gierig wie Hunde über einem Knochen sabbernd. An dem Knochen hat sich schon mancher Herrscher verschluckt. Stimmt. Wir schätzen unsere Freiheit in Novigrad und wissen, wie wir für sie kämpfen. Mhm. Vor allem die Gelehrten. Das Schwert ist nicht die einzige Waffe. Vergiss nicht, dass es Architekten aus unserer Akademie waren, die die Stadtmauern entworfen haben. Und noch keine Kriegsmaschine hat sie zerstören können. Okay, mit dem wären wir wohl fertig. Ich muss los. Bis dann. Warte mal, Hexer. Du bist doch ein Mann von Welt. Spielst du vielleicht Gwind? Nein, hab auch keine Zeit, es zu lernen. Aber die Regeln sind ganz einfach. Komm, wollen wir spielen? Durch die Optionen, die mit Karten markiert sind, wird eine Gewinnpartie gestartet. Ja gut, spielen wir mal eine Runde. Warum nicht? Wunderbar. Also, es funktioniert so. So, willkommen bei Gewinnt. Gewinnt ist ein altes Kartenspiel der Zwerge, das den Zusammenschluss zweier Armeen darstellt. Die Spieler sind Generäle, die Karten sind ihre Streitkräfte. Okidoki, du beginnst. So, zuerst ziehst du 10 Karten. Das sind in diesem Spiel deine Hand.
Du ziehst danach keine Karten mehr, setzt 10 also klug ein. Okay. 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 Wetterkarten gehören zu den Sonderkarten. Sie reduzieren die Stärke aller. Okay. Ja. Gut. 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 Ja. Ich lese das jetzt nicht alles vor, also. Setz den mal hier vorne hin. So. Was macht er? So, die packen wir mal hier hin. Was macht er jetzt? Er setzt noch einen zweiten dahin, okay. Das setzen wir dann aber auch mal. Gut. Das wäre nämlich mein nächster Schritt gewesen. Setzen wir mal ein. Tun wir den mal ein. Dadurch ist das andere verstärkt, so wie ich das richtig verstanden, wenn ich es richtig verstanden habe. Wie oft hat er bitte ein und denselben? Mein Gegner passt. Okay. Okay. Kann ich auch seine Karten angucken? Ah, okay. Boah, dann passe ich. Du hast die Runde gewonnen. Okay. Okay, er hat das jetzt runtergesetzt. Setze ich mal dazu. Dadurch habe ich jetzt eine Verstärkung oder was? Die kommt ganz gut, glaube ich.
So. Ich glaube, mich hat es ganz gut getroffen. Somit habe ich die zweite Runde jetzt auch gewonnen. Und ich habe endgültig gewonnen. Okay. Ist ein bisschen tricky. Also so die erste Runde war jetzt so ein bisschen verwirrend. Ja. Es ist keine Schande zu passen und den Gegner eine Runde gewinnen zu lassen. Manchmal ist es besser, die Karten für später aufzubewahren. Jeder Kartensatz hat außerdem einen eigenen Helden. Helden sind hochwertige Karten, die gegen Effekte von Sonderkarten immun sind und das Schlachtenglück wenden können. Okay. Sammle mehr mächtige Karten, indem du bestimmte Quests abschließt oder Karten bei Händlern erwirbst. Okidoki. Sieh an, du hast ein Händchen für dieses Spiel. Wenn du mal in Ochsenfurt bist und gegen einen echten Meister spielen willst, frag nach Stjepan. Er ist ein schlichter Tavernenwirt, aber Gewinn spielt er wie kein Zweiter. Ich denke dran. Danke. Ja, und das war jetzt auch unser erstes Gewinnspiel. Und wir sind immer noch weiter auf der Suche nach Yasemin, oder wie sie heißt. Ja, ich meine schon. Und die Suche nach ihr geht weiter in der nächsten Folge. Und ich sag mal, wenn es euch heute gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und vergesst die Comments nicht. Und ich sag, wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.